herzlich willkommen bei Wetzel Automobile, liebe Porsche-Freunde. Hier steht das, was alle suchen. Hier steht ein G-Modell, 89er Baujahr, mit 77.000 und ein bisschen Kilometer gelaufen. Es gibt das Original Checkheft hier, also Checkheft gepflegt. Muss ich jetzt gerade mal, jetzt wollen wir nicht übertreiben, aber was ganz cool ist, Auto wurde in Amerika ausgeliefert, in San Francisco, steht hier. Dann nach einem Jahr ist er nach Schweden gegangen, mit dem zweiten Eigentümer. Und der dritte Eigentümer, also die haben ihn irgendwie ewig gehabt, die beiden. Ich weiß gar nicht, jeder 14 Jahre, glaube ich. Oder, nee, warte mal, 14 nicht. Ich bin ja wieder beladen mit meinem... So, der erste Eigentümer bis 2003. Ach so, der erste ist dann nach Schweden gegangen. Also der Mensch, der ihn in den USA gekauft hat, ist dann zurück nach Schweden gegangen, hat ihn da weitergefahren und dann der zweite Eigentümer hat ihn von 3 bis 17 gehabt, also der erste bis 2003, der zweite von 3 bis 17. Der dritte, der Auftraggeber, für den ich den Wagen jetzt in Kommission verkaufe, hat ihn ab von 17 bis jetzt gehabt. Ja. So, hier ist das Checkheft, jetzt gucke ich mal kurz da rein. Ingo, bereite dich besser vor. Kriege ich jetzt wieder Kommentare. Ja, muss ich mit leben. Ich bin so. warte. Guck, kannst mal schneiden jetzt. So, jetzt bin ich wieder da. Hier, guck dir das an. Also, Checkheft, hammermäßig. Und zwar, hier sind wir 2010 schon. Und wir sind hier 2018. Das ist ein durchgeführtes Checkheft. Ja, also es ist hammermäßig für so ein Auto. Also, echt cool. 89 heißt natürlich G50, ja, 3,2 Liter G50 Getriebe. Hab hier ein Wertgutachten über 87.000 Euro Wiederbeschaffungswert und ein Notizzettel, was ich mir noch aufhält. Also er hat technisch nie Probleme gemacht, deswegen gibt es auch nicht so viel Rechnung oder irgendwas. Klima ist ohne Funktion, das hat der Eigentümer mir mitgegeben. Und er wurde halt so ausgeliefert. Ne? Also hier steht er halt so, wie er sieht, halt in Top-Zustand da. Ja? Der Wagen ist fast in Erstlack. Also er ist komplett, außer hinten links, da wurde er mal zerkratzt und da haben sie ihn, das wurde neu lackiert. Also sonst ist alles, selbst die Haube, alles Erstlack. In dieser schönen Kombination, also erstmal schöne Füchse natürlich, logischerweise drauf. Und ja, ist ein tolles Auto. Ja. Läuft wie eine 1, macht richtig Spaß zu fahren. Hier innen schön mit dem Beige, aber da kommen wir gleich zu. Lass uns mal, gehen wir mal rum, mach schon mal den Motor auf. Und er wurde halt mit dem Spoiler ausgeliefert auch. Ne? Also das ist so nicht irgendwie nachgerüstet. So, da ist der Motor. Ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Vielleicht kann mir das einer erzählen oder mir einen Kommentar schreiben. Ich weiß nicht, hast du schon mal, habe ich auch nicht gesehen beim G-Modell. Weiß ich nicht. Sieht aus wie eine Hupe. Also. Ja, sieht aus wie eine Hupe, aber... Motorsoundsystem. So, komm, weiter geht's. Hier, alles hier, weißt du, nix dran, alles geil. Und der Motor ist übrigens, der stand da, der Wagen, und zwar jetzt schon, ich habe den schon seit 2 Wochen hier, dauert bei mir immer ein bisschen, bis ich dann dazu komme, die Videos zu drehen. Nicht ein Tropfen Öl, total trocken und er qualmt, ich habe ihn gerade angemacht, gerade von da raus, er qualmt kein bisschen. Also viele G-Modelle qualmen mal, das ist auch, sagen alle, die einen haben, wo es qualmt, sagen, ist normal. Ich finde es, was liegende Kolben und solche Sachen, ist schon zu erklären tatsächlich auch, wenn man was von Autos versteht. Und der qualmt aber nicht, da ist alles super. Ja? Cool, auch hier Schiebedach hat er. Auch die Dichtung hier, alles ganz ordentlich und schick. Also das ist schon hier so ein Sahnestück tatsächlich, muss ich sagen, was hier steht. Auch von unten, ich habe Fotos von unten gemacht, wie er von unten aussieht. Schon ziemlich cool. Wollen wir reingucken schon? Komm, mal rein. Auch innen geht es nämlich so weiter wie außen tatsächlich. Schöne Kombination. Ich hatte schon mal so einen. Achso, das ist jetzt... Ami, da piept es immer, wenn irgendwas Schlüssel steckt oder sowas. Wobei, das können wir eigentlich mal gleich wieder hier reinmachen. Also, ich finde die Kombination Rot-Beige wirklich... ich stehe eigentlich nicht auf beige Sitze, das habe ich ja schon öfter mal gesagt. Aber ich finde, zu dem Auto hier passt es absolut. Das
ein tolles, tolle Kombination, vor allen Dingen, wenn es dann so aussieht, dass das alles hier in Schwarz ist und der Himmel in Schwarz und dann eben halt so ein bisschen schwarze Applikationen dazwischen, dann ist das richtig cool. Ja. Die Sitze sind richtig klasse. Also könnt jetzt die tatsächlich über meinen Lederaufbereiter nochmal so ein bisschen das, den Glanz wegnehmen, das ist halt cool. Hier, das alles, die Einstiege, Teppich, alles hammermäßig. Hier das ganze Cockpit hier unten, da die Konsole, hat was. Gefällt mir gut. Und Technik funktioniert, also geht alles. Läuft richtig gut, das Ding. Ich, vorne, wir müssen vorne noch. Schon wieder mein ganzes. So. Also hier, ja. Hier, guck mal hier unter. Also, der ist unfallfrei, ja, keine Frage. Und sieht aus wie, hier ist original Werkzeug noch dabei. Sieht aus, wie es aussehen soll, wenn man ein tolles Auto hat. Ach so, der Tacho wurde auf, wo ich das gerade sehe, hier ist der original Tacho. Auch das ist nachzuvollziehen. Okay, cooles Ding. Machen wir es zu und dann haben wir es. Fahren wir? Würde ich sagen, oder? Yep. Keine Beulen, keine Kratzer. Top Auto. Komm, geht los. Schlüssel habe ich jetzt irgendwo anders hingelegt, ne? Nicht da. Kann ich da jetzt rumfahren? Super. Geht los! Auto, ehrlich gesagt. Also ich würde sagen, wenn Sie so ein Auto suchen, ein tolles Game-Modell haben wollen, wo wirklich alles passt, dann rufen Sie mich an. Auto steht in Hamburg in meiner Halle und wartet auf Sie und machen eine Probefahrt, gucken, ob es passt, und wenn es ist, dann schnappen Sie sich das tolle Auto. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir hören jetzt hier draußen auf, weil ich draußen noch, wir müssen noch mehrere Autos filmen und brauchen ein bisschen Platz in der Halle. In diesem Sinne, tschüss, ich fahre jetzt rückwärts.